begrüße dich und ich freue mich, dass du wieder da bist und dir die Zeit nimmst, mein Video anzuschauen. Heute am 8. April 2021 mit einer Zigeunerkartenlesung für dich und natürlich eine Mokka-Tasse-Lesung, also Mokka-Deutung für dich, Kaffeesatz lesen. Bist du herzlich eingeladen, schließe deine Augen, tauche erstmal in der Energie der Kristallschale hinein und während ich die Karten mischen werde, sende mir deine Gedanken zu. Konzentriere dich. Warum geht es denn hier? Es geht um die Nachrichten. Um die Nachrichten. Du erwartest ja Nachrichten in der Liebe. Also hier, das Glück ist gefallen und du sehnst dich danach. Und warum geht es hier weiter? Es geht wirklich darum, dass du vielleicht auch so starke Verlustängste hast oder du hast das Gefühl, du hast dein Gegenüber verloren. Es geht auch wirklich um diesen Ärger, was du jetzt momentan in deinem Leben empfindest. Also es sollte ja auch wirklich aus diesem Ärger in der Fülle mal endlich in dein Leben gehen, auf allen Ebenen. Und es geht auch wirklich darum, um den Seelenpartner. Und natürlich hast du noch Hoffnung, dass das Ganze noch einen Sinn hat und dass es in der Erfüllung geht. So, und dass du halt auch eine Nachricht bekommst. Wenn dich diese kurze Einleitung anspricht, freue ich mich, wenn du das Hauptvideo auch anschaust, denn dieses Video wirst du für eine kleine Energieausgleich völlig werbungsfrei auf Vimeo finden. Das verlinke ich dir hier unten in der Videobeschreibung, klicke da drauf und schon bist du dabei. Und als kleine Bonus werde ich dir natürlich aus meiner Mokka-Tasse auch also Deutungen oder Lesungen natürlich mit meiner Intuition auch dann machen. Und ich freue mich, wenn du dabei bist. Ich sende dir ganz viel Licht und Liebe und sage bis gleich, deine Valeria.